Freunde, mein Gott, gerade ein paar Stunden aus Rickel wieder da, unsere Fahrt. Ja, das Gerät hier habe ich gefunden in der Schweiz. Ein frühes Gerät aus dem Jahre 36, 37 mit elektrischem Grammophon, mit schwenkbarer Tonkapsel, ja, und einer Vollchromausstattung. Man höre und staune. Originalbelassen, ich bin der Erste, der hier mit meinem Finger den Staub wegwischt. Ja, ich denke mal, dieses Gerät kriegen wir auch wieder im Griff. Ja, ich konnte es natürlich nicht sein lassen. Ich muss doch schon wieder einen Fernseher kaufen. Und zwar den kleinen Bruder, den Vega 2000. Ja, etwas vernachlässigt. Man sieht, ziemlich staubig. Wer weiß, wo der gute Mann das Ding her hat. Aber, geliebte Leute sagen, die Studie dieses Fernsehgerätes oder die Wiege dieses Designs über dieses Gerät lag in der ehemaligen DDR. Na, Beweise gibt es eigentlich keine. Es sollte auf der großen Ausstellung 64, 65 ein Dummy existiert haben. Dafür ist er Ihnen ja bekannt. Wenn Sie wissen, wo, sagen Sie es mir. Ich kümmere mich drum. Übrigens auch an die Leute in Bayern, Michael und so weiter. Viele Grüße. Auch an unseren Freund mit dem Daumen runter. Schneller, schneller. Dreht sich der Propeller. Übrigens. Auch für den Herrn, der die Anregung gab, man sollte mal etwas mehr drehen. Meine kleine Besorgungsreise. Das gibt ein Roadmovie von knapp 40 Minuten. Sie dürfen jetzt schon mal gespannt sein auf die Geschichte, die gerade in Berlin gemixt wird. Ja, viele Eindrücke, viele Gegenden, viele schöne Häuser und viele Flohmärkte. Ob in der Schweiz, ob in Frankreich oder hierzulande. Ich bin sogar zu Gast in dem Ort, wo Horst Lichter wohnt. Ja, seien Sie gespannt. Wir gehen gleich einfach mal nach oben, denn da steht noch mehr. Das ist ja nicht alles, was ich mitgebracht habe. Wir sehen uns gleich, bis in wenigen Minuten. Seid ihr auch da? Jo. Ach ja, das ist ein Exponat, was aus Rickelwier von der Radiobörse auch gefunden wurde. Eine sehr schöne Leuchtreklame, die noch alter Lagerbestand war und niemals im Fenster hing. Nun, jetzt hängt sie hier. Na, lassen Sie uns doch mal schauen. Was haben wir denn Schönes mitgebracht? Ja, dieses ist aus der Sammlung in der Schweiz. Dann drehen wir das doch einfach mal rum. Ein sehr früher Blaupunkt aus dem Jahre 1935, 36. Voilà! Da ist er schon, da kommt es schon die Wand entlang. So, ja, da gucken Sie. Ein Idealwerk. Ein Blaupunkt, ein Lizenzbau für die Schweiz. Blaupunkt Philips Telefunken Lizenz Schweiz. Ja, ein Traum von Apparat. Die Telefonverwaltung gab ihre Freigabe 1933. Übrigens habe ich auch schon reingeschaut. Es ist wirklich nicht mehr drin wie in einem VE-Dün. Ein sehr frühes Gerät. Ja, ein Spitzenzustand, nichts zerrissen, nichts zerbrochen. Also wirklich ein Fund für die Ewigkeit, für ganze sage und schreibe 40 Euro. Ja, das nur mal zu kleinen Preisen und Sensationen. Wir haben auch weitere schöne Sachen hier in den Kartons. Jo, und da kommt es schon die Wand entlang. Ein wirklich schöner Orion aus dem Jahre 46. Telefonverwaltung der Schweiz. Die Kontrollmarke sagt alles. 1946 mit dem Originalstecker bei Abnahme der Rückwand unterbricht jener die Stromzufuhr. Ein sehr schönes Propeller-Skala-Gerät. Ja.
Fast wie der Elektrisierapparat von Dr. Mabuse. Na ja, wunderbar. Dr. Mabuse lässt grüßen. So, schauen wir mal, was wir noch alles für schöne Sachen haben. Ah ja. Tolle Kopfhörer. Ja. Hier ein sehr schönes Radio. Guck mal, hier ein Hornifon. Ein sehr frühes Gerät. Ein Gerät von 1949. Hornifon aus Österreich. Ein sehr schönes Gerät. Auch das Bakelit in einem Traumzustand. Sehr schön. Was haben wir noch? Ja, unsere Schatzkiste reißt einfach nicht ab. Wir erinnern uns an unseren Fernsehapparat und das größte Radio der Welt von der Firma Autofon in Solothurn. In Solothurn, in der Schweiz, war ich natürlich auch wieder. Und man hatte mir einen kleinen Autofon präsentiert. Für sage und schreibe 40 Euro. Ja, konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Man greift einfach zu und man nimmt die mit. Ja, sowas ist man hier auf diesen Flohmärkten, sucht man hier leider vergeblich. Ja, noch kleine, schöne Mitbringsel sind diese wunderschönen kleinen Detektorgeräte. Hochfrequenzmass Charlottenburg. Ja, das ist doch was. Ist das denn nicht hier ein schönes Gerät aus den 20er Jahren? Wirklich, ja. Ja, dazu sind die Kopfhörer, die ihr gerade schon gesehen habt. So, da kommt gleich noch was. Ein Friho. Auch ein frühes Gerät. Auch sehr schön. Ja, alles Geräte um 1925, 26. Ja, wunderbar. Ja, und dann noch ein Highlight. Eine kleine Plattenfräse. Nicht in der kleinen Konditorei. Nein, in dem kleinen Karton von nebenan steht auch eine Kartonfräse. Nein, eine Plattenfräse natürlich. Wir ziehen es einfach mal auf. Schwuppdiwupp, da haben wir es schon. Den verlorenen Schwiegersohn. Nein, natürlich nicht. Aber man sieht es. 1952. Schön zu sehen. Auch dieses Radio ist ein richtiges Bild von Radio. Richtig toll. Guckt euch das mal an. Das ist doch ein tolles Radio. Ja, diese Radios muss ich natürlich schauen, dass die auch wieder ins Spielen kommen. Wir sehen uns demnächst wieder. Seien Sie jetzt schon gespannt, wenn es dann heißt, ja, Radio Rainer on Tour. Und ihr werdet live dabei sein, wo ich die Radios gefunden habe. Grüße nach Bayern, Grüße in die Schweiz und auch an die Gruppe Rammstein übrigens, die auch das Thema Radio nicht kalt gelassen hat. Ja, es könnt ihr auch im Internet finden. Ich finde interessant gelungen, weil einige alte Geräte aus Berlin, um Berlin herum, einen Kurzauftrag bekommen haben. Dieser Auftritt ist gelungen, finde ich. Ja, wer es mag, der mag's. Bleiben Sie sicher, wir sehen uns wieder auf unserem neuen Video, ja, Radio Rainer auf Besorgungstour. Übrigens eine gute Anregung von Ihnen gewesen, mal einen längeren Film zu drehen. Bis neulich.